Die schlimmsten russischen Influencer, Lappa Happa, Digga. Stell dir mal vor, du wärst eine Influencerin, die mit Obdachlosen rummacht, Obdachlose belästigt, irgendwelche anderen Leute belästigt, aus Mülleimer Sachen. Keine Musik? Ist, Füße hat, die schwärzer als die Nacht sind und einfach, keine Ahnung, überall auf der ganzen Welt gefrontet wird. Idiote Nacht. Oh, Jungs, 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 Alter, Jungs, ich kann euch legend. Gedir heißt wo? Alter, Jungs, ich kann legend teilweise übersetzen, was hier steht. Alter, Jungs, sag mir noch einmal, dass ich das russische Abi nicht bestehen werde. Ich werde es nicht bestehen. Dann wärst du Lapa Chapa. Und ich sag euch ehrlich, ich habe sowas Ehrenloses und Gott. Trotzdem sehe ich keine halbnackten Frauen in meinem Leben. Kann ich nachvollziehen. Loses noch nie in meinem. Hey, ich meine nicht relatable. Im gesamten Leben gesehen. Naja, und damit wünsche ich heute einen angenehmen, aber auch einen extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante neue Video. Ich habe mal wieder ein Video von einem, ja, Bruder, Kollege, kann ich den nicht nennen. Ich gucke immer seine Videos, dann klaue ich seine Inhalte. Ich habe ein Video von Piepzilla angeguckt. Ich weiß nicht, wer Piepzilla ist, aber ich muss den Ticken lauter machen, junger Mann. Ich muss dir ein kleines Stück lauter machen. Ich habe mir ein Video von Piepzilla geguckt, aber Chapa Chapa gemacht. Und ich habe mir das Video nur zur Hälfte angeguckt, weil ich wollte mich selber davon überzeugen. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, in ihren Telegram-Channel reinzugehen. Ja, ihr müsst verstehen, Chapa Chapa, ich habe sie auf Instagram gesucht. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich glaube, sie wurde blockiert. Bro, Telegram. Es ist kein Wunder bei dem Scheiß, was sie macht. Und irgendwie findet man auch gar nichts auf YouTube. Kriegt der Ärger für? Bei Vlogs, wo die irgendwie, ja. Всем привет, это Лапа Хапа. Здесь я показываю супер быстрый макияж. Мне тут сделали белые ресницы только что. Бро, Jungs, ich hab ein paar Wörter verstanden, Digga. Bro, kommt aus Brandenburg, kein Wunder, dass er locally lost ist. Dabei hast du recht, ja, ich kann nicht bis 14 ins ABC, konnte ich erst in der 8. Klasse, es war gelogen, es war die 9. Klasse. Bin ich stolz drauf, Digga. Und ich weiß, nie in meinem Leben gesehen, dass jemand 448.000... Kurz, ganz kurz, falls diese Reaction auf YouTube kommt und man sich fragt, wieso auf einmal von einem auf den anderen Cut Ihmchen auf mein Gesicht ist. Einfach nur für den Fall, dass also Abonnenten auf Telegram hat. Ich verstehe YouTube, ich verstehe TikTok, aber Telegram? Und wisst ihr auch warum? Weil man auf Telegram wirklich, wirklich alles. Man kann wirklich auf. Jungs, hands down, ich war auch mal in der Telegram-Gruppe. Aus gleichen Gründen von einer Creatorin und es war nichts drin. Man musste Geld bezahlen. Ich bin traurig geleftet. Es war kein stolzer Tag. Weißt du, es sind diese Tage. Deine Reaction schaut keiner. Ja, ich wollte das Gegenteil beweisen, aber ja, du hast völlig recht. Aber es war diese Tage, wo am Ende sich sagt, Digga, was habe ich gemacht, Bro? Was habe ich getan? Telegram alles hochladen, was. Warst du so notgeil? Not my proudest. Jungs, also nee, die Sache ist, ich habe mich richtig rein. Ich war schon lange keine Lust mehr, aber jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich es aber auch schaffen, Digga. Ich habe es am Ende nicht geschafft. Was man möchte, man wird einfach nicht gesperrt. Und so ist auch Chapa Chapa eine Telegrammerin oder. Keine Ahnung, Janipanie Mayo hätte nichts verstehen, weißt du? Und ich bin Gott froh, dass ich nicht in Russland aufgewachsen bin. Und bevor ihr euch ein eigenes Bild von Chapa Chapa machen könnt, hier ein kurzer Trailer. Um ehrlich zu sein, habe ich. Das sieht etwas eigenartig aus, wenn ich so ehrlich bin. Keine Ahnung, wie alt sie ist, ja, oder wie sie eigentlich auch in Wirklichkeit heißt, weil auf ihrem Telegram-Channel ist erstens alles auf Russisch. Okay, ich kann schon ein bisschen lesen, Digga. Aber da ist so viel Kacke und so viel Müll, dass du da gar keinen Bock hast, überhaupt zu recherchieren. Ganz kurz. Oh, Bruder, was sucht die da? Sucht die nach Gold? Bro, die sieht aus, als wäre sie auf Drogen, sag ich, wie es ist. Booster, leer. Schau mal lieber Kriegsverbrechen von der Tomatix im Kopf. Das ist eine gute Idee. Und versteht mich nicht falsch, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld sie auf Kante hat, ja. Aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass Reichweite immer Geld bringt. Wenn sie 440, keine Ahnung wie viel, 1000 Abonnenten auf Telegram hat, dann wird sie damit auch einen Haufen Geld verdienen, weil sie in ihrem Telegram-Kanal einfach nicht rein, Digga. Wirklich für jeden Scheiß Werbung macht. Irgendwelche Pornoseiten, irgendwelche OnlyFans-Sachen, irgendwelche dubiosen Sachen. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass wenn sie sowas reinpostet, dass die ganze Kommentarsektion so hier aussieht. Bro, hat er das Wagner-Logo da? Oh, hell no, Bro. Oh nein. Хочет, блядь, помойка, сука, бесплатно. Naja, ihr müsst verstehen, auf Telegram kann man
ja so Sachen reinposten und dann kann man normaler Telegram-Moment. So eine Diskussion unter dem Post führen. Und der Post besteht eigentlich nur aus irgendwelchen Leuten und aus irgendwelchen Kindern, die die einfach nur beleidigen. Das ist kranker Scheiß, ey. Das ist kranker Scheiß. Naja, warum Magnus, ist jetzt... Also, ja, ist einmal Wagner, der Richard Wagner, der Komponist, der ist damit nicht gemeint, sondern die Wagner-Söldnergruppe unter Prigozhin. Der Prigozhin ist mittlerweile tot. Einfach ganz krass Kriegsverbrechen bekannt in Afrika und auch in der Ukraine. Klar, oder eigentlich überall, wo die waren, haben die mies Kriegsverbrechen begangen. Papa, eigentlich so schlimm. Nein, nicht deswegen. Super, jetzt hol mal diese. Warum jagt die eine Taube, Digga? Auch nicht deswegen. Mit Verlaub, ich glaube, so macht man keinen Salat. Wollte ich nur mal in die Gruppe in den Raum gestellt haben. Gute Besserung. Und tatsächlich auch nicht deswegen, obwohl ich keine Ahnung habe, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe nicht, warum Scharike Nesquik стали такие огромные. Nein, wie ich gesagt habe. Ist Laber-Haber jemand, die sich mit Obdachlosen anlegt, Obdachlose belästigt und gerne mal mit Obdachlosen ja, ihr habt richtig gehört. Okay, also ich muss dringend obdachlos werden, es ist sehr wichtig. Sex. Go. Naja, aber nicht jeder. Also, die Leute tun mir ein bisschen leid, also Real Talk, also die wollen doch auch nur irgendwie körperliche Nähe haben. Wenn die da so ein bisschen ausgenutzt, ich weiß nicht, ob es real ist, keine Ahnung, aber ja, also einerseits, wenn sie dann das wirklich macht, nicht nur fürs Video, wenn es für beide fein ist, cool, I guess, die Leute werden sich da freuen drüber, dass sie das filmt, ist ganz eklig irgendwie, das gibt es einen ganz widerlichen Beigeschmack, dass sie das so krass ausnutzt. Aber wenn die einfach nur eine intime Zeit miteinander haben, ist das fein? Ihr wisst, was ich sagen will, irgendwie. Ist gewillt, mit ihr sowas zu machen. Es gibt auch normale Menschen. Bro, ist das ihre Unterhose? Ja, ne? Ist das BH oder ist das ein Slip? Ich hab's nicht erkannt. Ich hab keine Ahnung, wirklich, ich hab keine Ahnung. Bro, das stell ich mal vor, Jungs, wie doch, stell ich vor, ihr lauft random durch die Straße und dann kommt irgendwer, wie ist mi, nimi, nimi, und dann wirft ihr euch so einen räudigen Schlüpper ins Gesicht, Digga. Bah! Eklig! Ahnung, wie man darauf kommt, ne, seine Unterhosen zu nehmen und die irgendeinem Typen mitten auf der Straße random. Und Jungs, ich kann euch sagen, halb Reddit würde kaufen, halb Reddit würde Geld dafür bezahlen. Random auf der Straße. Ich auch, sag ich so wie es ist. Hinterher zu werfen. Oder würdest du sowas in Deutschland machen? Knast. Ab in Knast. Wo ist mein Interesse? Bro, sie würde richtig wütend, Digga, Bro. Alter, sie tut die Gewalt an. Jetzt nimm meine Unterhose. Jetzt. Digga, ich bin schizophren. Ich dachte, hier steht jemand. Ich hab mich wirklich richtig erschreckt, weil ich dachte, hier steht jemand. Da ist niemand. Es geht zu Ende, Jungs, ich muss weniger Zeug konsumieren. Abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich jede ersichtliche Krankheit hat. Hallo, die verhütet bestimmt, sicherlich verhütet sie. Und das ist, also es ist nichts verallgemeinern, nur weil diese Leute obdachlos sind, dass sie Geschlechtskrankheiten haben. Das ist bestimmt, geht sie regelmäßig zum Gynäkologen und testet sich da. Das ist alles easy, ha. Ich kann nicht wissen, was eigentlich in ihrem Kopf abgeht. Na. Pashol. Bruder, der Arme, der hat das noch nicht mal rausgeholt. Imagine, der Typ geht nach Hause zu seiner Freundin. Und die Freundin geht dann so zum Kleiderschrank und sieht dann so einen Slip, so einen Tanga. Wie will der das erklären? Nie im Leben, Digga. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich müsste das erklären, das glaubt mir doch kein Mensch. Ja, Dings, da war... Mit euch, Jungs, ernsthaft, ich hätte gesagt, das war für ein Video, man hätte mir geglaubt, Digga. Also mein Arzt, die hätten mir sowas von geglaubt, Digga. So eine ganz komische Frau, die hat mich mit Unterhose beworfen. Alles klar, Mann. Und von was träumst du nachts? Naja, auf jeden Fall hab ich von mein Spiegelbild, weil ich mich selber schweinegeil finde. Aber dann weine ich meistens auch. Ein bisschen recherchiert und Laber-Haber scheint halt nicht so ganz clean zu sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und damit meine ich nicht nur ihre schwarzen Füße. Oh! Ekelhaft. Sondern wenn wir nämlich nochmal auf das Thema... Wirklich, Bro, das ist wirklich ein bisschen eklig. Aber probably ist das auch ein Fetisch-Ding. Es gibt ja vieles. Probably ist das, schickt das Maddox.
zurückkommen, ob sie viel Geld hat oder nicht, denke ich einfach, dass sie ihr ganzes Geld... Nee, wieso spielt sie das mit Einweghandschuhe? ...Konsum ausgibt, weil ich glaube nicht, dass jemand, der clean ist und nüchtern ist, sowas hier macht. Ihr Saftdruck. Ihr Saftdruck heißt Frühstück, das als ihr Frühstück gelabelt. Boah, die haben nur mal gesagt, haben in meinem Englisch, ne? Aber Jungs, actually, er war noch nicht auf TikTok, oder? Also, das ist doch ein normaler TikTok-Konto, auch bei Leute, die nüchtern sind, also... Ja, Mann. Voll geil, Digga. Sonnenblumenöl. Warte, nimm deine Pillen, trink ich persönlich auch immer morgens. У меня туалетная бумага играет, мне музыку. Also zuerst habe ich gedacht, Digga, keine Ahnung, was sie nimmt. Ist einfach so durch mein Telefon durchgegangen. Und ich bin auch schon davon high oder so, keine Ahnung, Digga. Und ich höre diese Musik, aber ihr hört diese Musik auch, oder? Zucker. Ich glaube, so wenn das auch schon zufrieden ist, da irgendwas stimmt, ich höre keine Musik vom Ding, haha. Abgesehen davon, dass die Toilette nicht normal ist, weil welches Toilettenpapier fängt an zu singen, ist sie offensichtlich auch nicht ganz normal. Ach so, ja, sie macht ja auch normale Sachen, wie zum Beispiel, na, Salat. Salat hat sie ja auch gemacht. Nein, aber ich meine, sie singt. Ja, voll gut und so. Stell mal vor, irgendjemand... Aber Jungs, hands down, irgendwie, ich finde den Style cool. So, yo, Dings, Also nicht ihren Charakter, sondern ihren optischen Style. Irgendwie, den finde ich fresh, eigentlich deine Hobbys. Ja, teilweise. So singen, kochen und Obdachlose belästigen. Lass ihn doch einfach pennen. Guck mal, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was da abgeht, wer der Typ überhaupt ist. Ne, Obdachlose haben es wirklich schwer. Er ist ein Newcomer. Ich glaube, Ton verändert ist kein Newcomer-Dog. Versteht mich nicht falsch. Also der war doch schon so vor den OG-Zeiten schon krass Hype. Das ist erfolgreich. Das ist schon wirklich hart. Wenn du in so einem Punkt bist, dass du einfach obdachlos bist, dass du gar nichts mehr hast, ne, und auf der Straße lebst, du bist wirklich an einem Tiefpunkt angekommen und dann kommt da einfach irgendeine, naja, Influencerin kann man die nicht nennen, Digga. Psychisch Kranke. Tut mir leid an der Stelle. Ja, das halt, damit würde ich Obacht geben. Tut mir nicht leid. Und dreht da einfach so, keine Ahnung, ein Telegramm mit dir. Und du liegst auf so einem Stein und hörst nur. Naja. Macht mir einen Gefallen, sucht nicht nach Lapa-Hapa, geht nicht auf diesen Telegram-Account. Ja, umgekehrte Psychologie, wenn ich sag, geht nicht dahin, dann bitte macht's einfach nicht. Ey, bitte hört einfach auf. Hab ich nicht vor. Digga, das ist kranke Welt, ich hab selber schon geguckt. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem Video. Das war gruselig, bin ich ehrlich, das war irgendwie was, also...